Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer Freund 80 mit einem mal Unboxing-Video und ich bekam ein ganz spezielles Paket von meinem lieben Freundin Stefan, nämlich von der Firma Birnenblatt und da sind 5 Mediabooks drin und ich freue mich wie verrückt da drin, denn da ist Wolfcop drin und The Voices und wir packen zuerst mal Wolfcop aus und dann machen wir weiter mit The Voices. Und los geht's. Ich nehme mal das Messerchen und schneide da mal rein in das schöne Fleisch. Ja, und ich habe heute hier 2 Kamerasysteme wieder aufgebaut. Einmal hier und einmal hier. Und die sind noch nicht so extrem speziell mit der Kameraveränderung. Und jetzt haben wir hier schon mal das schöne Paket mit einem Brief. Gucken wir mal kurz rein. Ich denke mal, wird die Rechnung sein. Und cool. Ja, da steht auf jeden Fall drin, dass der liebe Megastore Palast mir die 4 Mediabooks spendiert und auch das Birnenblatt mir eine Version auch spendet. Herzlichsten Dank, vielen Dank, liebe Freunde, ihr seid echt die Besten. Und hier sind sie alle drin, schön verpackt. Und ich hoffe, ich bekomme die irgendwie hier los. Ich habe schon Angst, jetzt reinzuschneiden. Ja, Nummer 1 haben wir schon mal offen. Und dann machen wir hier noch einen kleinen Schnitt in die Folie. So, reißen wir es mal auf. Und ja, ich weiß natürlich auch noch genau, welche jetzt hat Birnenblatt spendet und natürlich was mir Megastore Palast spendet. Aber das kriegen wir jetzt gleich, zeige ich euch gleich, wenn ich hier alles entfernt habe. Okay, also hier sind schon die 3 The Voices Media Box. Alter. Entschuldigung für die Geräuschkulisse, also einmal hier, einmal das und einmal das. Ja. Wunderbar, ne? Wunderbar. Und jetzt haben wir hier noch die schönen geilen Mediabooks von Wolfcop. Ihr könnt euch darauf freuen, die anzugucken jetzt. So, endlich. So, dann haben wir hier einmal Cover A. Jo, von Wolfcop. Und einmal Cover B, ebenfalls von Wolfcop, richtig cool. Und ich sehe gerade meine Nummern, saugeil. Cover ist nämlich auf 999 Stück und ich habe die Nummer 2. Sowie auch von dem Cover B-Variante, das auf 333 Stück limitiert ist. Und da habe ich auch die Nummer 2. Herzlichsten Dank, liebe Freunde, herzlichsten Dank. Und das hier hat mir der liebe Stefan spendiert von Birnenblatt. Herzlichen Dank für das richtig coole Motiv. Und es ist einfach fantastisch. Ich bekam mir schon die Promo-Artikel davon, zumindest die Bildchen dazu, eben von diesem Cover-Design und gefällt wirklich gut. Und hier unten steht noch was drauf. Leuchtet im Dunkeln. Ja, um was geht es eigentlich bei Wolfcop? Da muss ich mal kurz mein kleines Hirn herholen. Und dass ich irgendwo hier hinkriege. Ach, hier ist ja. Ist eine kanadische Horrorkomödie aus dem Jahre 2014. Ich habe eigentlich gedacht, der Film ist schon etwas älter, aber ist von dem Film auch nicht so viel gehört. Und ist natürlich auch mit handgemachten Spider-Effekten ein Grindhouse-Horrorfilm, also eher ein Trash-Film, aber auf jeden Fall, die Mediabooks schauen schon mal richtig geil aus, wie ihr seht, wirklich hammergeil. Und lieber Stefan, du hast dich diesmal hier wirklich selbst übertroffen mit diesen richtig coolen Motiven. Und ja, absolut cool. Und in dieser Version ist noch was Besonderes mit dabei, nämlich das Haar von Wolfcop. Das hat dieser liebe Stefan vom Regisseur höchstpersönlich bekommen. Eine Tüte mit den Wolfcop-Haaren. Sehr cool. Und natürlich die kompletten technischen Daten befinden sich im Booklet hinten drauf. Also hier hinten drauf ist bloß eine Inhaltsangabe von dem Film. Und ebenfalls ein 36-seitiges Booklet ist auch mit enthalten. Und ja, wisst ihr was? Wir machen es einfach jetzt mal auf und schauen da jetzt mal rein. Und ja, wir machen hier mal die Folie auf.
Und da sehen wir schon mal das richtig coole Motiv von Cover A. Und das sieht so aus. Und ihr seht schon hier der Mond, der ist etwas rau. Und eben das ist eben dieser Effekt, wenn es im Dunkeln ist, leuchtet dieses Bild. Der Mond auch Wolfkorb leuchtet hier. Also hier können wir genau angucken. Genau, Wolfkorb. Und ihr seht auch schon, dass hier eben der Wolfkorb hier glänzend ist und er das ganze Mediabook an sich eher matt gehalten ist. Und wie gesagt, der Mond hier hat eine raue Oberfläche, das soll eben das erzeugen, dass er eben leuchtet. Und ich mache davon jetzt keine Nachtaufnahme, weil das bringt nichts. Ich werde auf jeden Fall das mal aufladen dann. Oder werde ich nochmal Fotos schießen, vielleicht klappt es dann besser, ob das Effekt besser rüberkommt, denn bei dem Video kam da nichts so zur Geltung, wie ich eigentlich gehofft habe. Ja, dann machen wir mal das schöne Teil auf. Da ziehen wir jetzt mal die zweite Kamera, legen wir mal hierher. Also Achtung. Ja, ihr seht hier jetzt das Wolfkorb Mediabook von vorne, von der Covermotiv, richtig stark. Und wenn man jetzt hier aufklappt, dann sehen wir hier dann schon mal, uns kommt schon mal entgegengeflogen das Wolfkorb-Haar. Das seht ihr hier, sehr cool. Und es ist hier mit Klebchen festgeklebt. Und ja, sehr empfindlich, ihr wisst egal, weil er mich bewegt. Ihr seht es nämlich hier, halt hier, Entschuldigung, hier sieht es aus. Und hier nochmal die Limitierungsnummer Nummer 2 von 999 Stück. Sehr cool. Und auf der Rückseite auch noch ein richtig cooles Motiv, wie er eben hier seine Bierflasche trinkt. Echt geil, schaut richtig klasse aus. Aber wie gesagt, das muss ich mich ganz vorsichtig auf die Seite legen. Und da ist eben nur in Cover A enthalten. So, jetzt kommen wir hier zu dem Mediabook. Das schaut auch richtig cool aus. Eben hier sieht man dann die Blu-ray-Disc. Die kann man hier abnehmen. Und der Mond ist auch die Blu-ray-Disc. So wie auch der Hintergrund sieht man hier einen Vollmond. Sehr stark. Und hier natürlich Wolfkorb mit den schönen Wolken hier. Und dann blättern wir einfach mal durch. Und hier natürlich auch noch ein Zombie-Magazin mit dabei. Sehr stark. Und das schaut richtig klasse aus. Und hier im Wolfkorb eine Retro-Perspektive. Mit ein bisschen Information über den Film. Und so muss ich ganz ehrlich zugeben, macht das Ding viel mehr Spaß anzugucken, als immer auf dem Kopf zu sehen. Den Zug können wir euch was zeigen auch noch. Und natürlich hier auch einige schöne Splatter-Effekte zu sehen. Echt cool. Und ich freue mich echt, wie verrückt, auf diesen Film anzugucken. Sehr cool, sehr cool. Echt klasse. Und ein 36-seitiges Booklet hier drin enthalten. Also wirklich Hammer, wirklich echt klasse, was du hier da leistest. Spitzenmäßig. Mit einem Interview. Und hier noch einige weitere Retrospektiven. Ja, ich sehe schon, der Film ist auch schön blutig. Und hier noch eine Postergalerie, wie ihr hier seht, mit verschiedenen Postern aus aller Welt. Also das schaut auch richtig klasse aus. Und hier dann noch ein weiteres. Und hier noch ein Lieder. Eben hier sind noch die Extras drauf und die Inhaltsangaben. Hauptfilm, der geht 79 Minuten auf Blu-ray. Und hier noch als Extras Entfessel, das Making-of, Musikvideo, Cinecop und Mission Videos, Trailer und Trailer-Show. Und hier unten dann nochmal die Extras auf der DVD. Sehr cool, sehr cool. Und hier dann noch ein schöner Aufkleber, was exklusiv in diesem Mediabook auch enthalten ist. Sehr cool. Und hier noch dann die DVD-Version. Einmal hier die menschliche Version, einmal hier dann den Wolfkorb. Und das schaut schon richtig cool aus. Ja, und dann noch die Backseite. Die sieht so aus. Auch klasse. Und hier nochmal Limitierungsnummer 2 von 999 Stück. Richtig geil, richtig cool. Und noch Inhaltsangabe, oder zumindest über den Film, könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Ja, und das war es erstmal von dem ersten Mediabook.
Und wir machen weiter dann mit dem zweiten. Oh, Entschuldigung, hier gibt es noch viel mehr Sticker. Einmal noch, wie gesagt, das hier. Dann einmal Wolfkopf. Und das hier. Sowie noch das hier. Richtig cool. Also in diesem Mediabook befinden sich eben 4 Sticker und eben das Wolfkopfhaar. Richtig geil. Und da muss man wirklich extrem aufpassen, dass man das nicht, dass das nicht verloren geht. Ne? Allerdings, also wirklich aufpassen, denn das ist wirklich, wirklich nur ein Haar. Und ja, wirklich eine, bestimmt eine riesengroße Fummelarbeit, das zu machen. Aber echt eine coole Idee. Ja, und jetzt hier das Cover 2 ist limitiert auf 333 Stück und ich habe auch Nummer 2. Auch sehr cool, auch dieses Motiv finde ich richtig klasse. Aber hier ist leider kein Leuchteffekt dabei, aber das Mediabook Cover schaut einfach absolut echt hammermäßig aus, echt sehr geil. Und ich mache einfach mal das Mediabook auf und dann gucken wir das einmal von innen an, wie das ausschaut. Und das ist wirklich Bombe. Also mir persönlich gefällt das noch ein Tick besser als das Cover A. Muss ich zugeben. Ja, es tut mir leid. Und jetzt hier eben dann nochmal die Cover-Variante B. Hier noch mit einem Autogramm von dem Zeichner von diesem schönen Mediabook, von diesem schönen Cover. Und echt stark. Hier an der Seite eben Wolfkopf. Alle Spines von Birnenblatt sind mittig. Das sieht man hier auch, ist eben schon in der Mitte gehalten. Oben das Birnenblatt-Logo und hier unten Glory und DVD-Logo. Echt geil. So, und hinten drauf nochmal dasselbe Motiv wie auch schon bei Cover B. Und auch das Zombie-Magazin ist auch in dem enthalten, aber wir blenden trotzdem mal durch. Hier nochmal eben das Cover B-Variante, also echt cool. Und dann schlagen wir hier mal auf und hier kommen uns auch dann die 4 Sticker entgegen. Und das sind dieselben wie auch schon von der anderen Version, eben der Wolfkopf und die 3, auch sehr cool. Aber hier fehlt eben dann das schöne Wolfkopfhaar, aber nicht so dramatisch. Und jetzt hier ebenfalls eben das, ein Zombie-Magazin, wie auch schon bei der anderen Version, ist haargenau dasselbe. Deswegen tun wir kurz hier so durchblättern. Und auch hier eben wieder die DVD-Version mit dem schönen Backmotiv als Wolfkopf und als normaler Mensch. Echt klasse, macht echt was her, schaut super aus. Und hier nochmal die Inhaltsangabe, könnt ihr auch nochmal durchlesen. Ja, und einfach nur geil dieses Motiv hier mit dieser rauchenden Colt. Hat einfach was, es schaut richtig stark aus und ist eher matt gehalten. Also da ist kein Glanzeffekt drin, wie das hier, hier nochmal das Bein. Auch das finde ich richtig klasse. Und hier nochmal die Limitierungsnummer Nummer 2 von 333 Stück. Ist echt richtig klasse. Ja, dann sind wir eigentlich auch schon am Ende von diesen schönen Mediabooks von Birnenblatt mit Wolfkopf, Cover A und Cover B. Nochmal herzlichen Dank, lieber Stefan von Birnenblatt und lieber Andi vom Megastore Blast für diese schönen Spenden von euch. Echt geil, oder zumindest für Sponsoring. Finde ich richtig cool. Und ja, ich freue mich für diese beiden Mediabooks in meiner Sammlung zu haben. Und ich bin schon sehr gespannt auf The Voices, wo es als nächstes als Video kommt. Und ich bin auch schon gespannt auf die nächsten Veröffentlichungen von euch, lieber Birnenblatt. Denn es sind wirklich echt hammergeile Mediabooks. Und die stellen sich wirklich alle in den Schatten bisher da gewesen. Und wirklich echt klasse. Ja, das war's von mir, von dieser Vorstellung von Wolfkopf. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn ihr die kaufen wollt, schaut beim Megastore Palast vorbei unbedingt. Er hat auch alle beide Cover-Varianten vorrätig und holt sie euch, denn die lohnen sich wirklich. Wie der Film ist, kann ich euch jetzt nur nicht sagen. Gibt es wahrscheinlich auch ein kleines Review davon, wenn ich mich schicke und wenn ich es auch irgendwie schaffe. Und dann könnt ihr nochmal entscheiden, ob ihr den Film kauft oder nicht. Also auf jeden Fall, klingt auf jeden Fall sehr interessant und wird auf jeden Fall sehr lustig sein. Ja, und das war's von mir. Und noch viel Spaß bei meinen weiteren Videos. Euer Fäusen80 und tschüss.